Kürzlich ging eure Kanzlerin Frau Merkel nach Paris. Zusammen mit Präsident Sarkozy kündigte sie Pläne an für eine Wirtschaftsregierung in der Eurozone. Wir sind dagegen. Wir wollen, dass unsere nationalen Parlamente über unsere Wirtschaftspolitik entscheiden. Wir wollen das Geld unserer Steuerzahler nicht in Ländern der Eurozone wie etwa Griechenland ausgeben. Lasst diejenigen, die uns betrogen haben, die ihre Wirtschaft schlecht gemanagt haben oder die törichterweise über die Verhältnisse gelebt haben, für sich selber sorgen. Und meine Partei ist gegen jeden Bailout. Die niederländische Minderheitsregierung kann sich nicht auf unsere Unterstützung in dieser Hinsicht verlassen. Heute in den Niederlanden wird diese in die falsche Richtung laufende Europolitik von den europhilen linken Oppositionsparteien unterstützt. Und ich wiederhole, wir werden niemals die niederländische Regierung, die wir im Allgemeinen unterstützen, stützen bei ihren Bailout-Plänen, auch nicht, wenn die Regierung darüber die Unterstützung der Linken verlieren werden. Wir haben abgestimmt und wir werden abstimmen, gegen jeden Plan anderer Länder aus der finanziellen Klemme zu helfen. Souveräne Staaten müssen für sich selbst sorgen. Das ist es, was Souveränität wirklich bedeutet. Freiheit und die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen. Und unsere Völker ärgern sich über die Tatsache, dass sie für andere bezahlen müssen. Unsere Völker ärgern sich über die permanente Veräußerung der Macht aus ihren Nationalstaaten. Sie sorgen sich um ihre Nation, weil sie sich um Demokratie und Freiheit und das Wohlergehen ihrer Kinder sorgen. Sie sehen ihre demokratischen Rechte und ihre jahrhundertalte Freiheiten in ihre Nationalflagge. Aber es ist noch mehr. Die nationale Identität bindet ein Individuum an ein Erbe, an eine Tradition, an eine Loyalität und eine Kultur. Und die nationale Identität ist auch eine einschließende Identität. Sie betrachtet jeden Menschen als gleichberechtigt, egal welche Religion oder Rasse der willens ist, sich in die Nation zu assimilieren, indem er das Schicksal und die Zukunft eines Volkes teilt. Meine Freunde, wir müssen die politische Macht zurück an den Nationalstaat geben. Im Namen der Demokratie, im Namen der Freiheit, im Namen der Menschenwürde. Indem wir die Nationalstaaten verteidigen, verteidigen wir unsere eigene Identität. Und indem wir unsere Identität verteidigen, verteidigen wir unsere Freiheit. Und indem wir unsere Freiheit verteidigen, verteidigen wir unsere Würde. Und ich fordere euch auf für den Nationalstaat. Seid stolz auf euer Land. In seiner Abschiedsadresse als amerikanischer Präsident sagte Ronald Reagan, dass das, worauf er während seiner Präsidentschaft am meisten stolz sei, ich zitiere, das Wiederaufleben des Nationalstolzes, den ich den neuen Patriotismus nannte, gewesen sei. Ende des Zitats Ronald Reagan. Europa braucht neue patriotistische Strömungen. Wir brauchen die wahren Finnen, die wahren Dänen, die wahren Französen, die wahren Iren, die wahren Niederländer und ja, meine Freunde, wir brauchen die wahren Deutschen.
Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe genug gesagt. Es ist Zeit zu handeln. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit für Deutschland, für die Niederlande, für alle anderen großen Nationen Europas läuft ab. Wie Ronald Reagan sagte, wir müssen heute handeln, um das Morgen zu bewahren. Und hier eine kurze Zusammenfassung von 5 Dingen, die wir tun müssen, um unsere Freiheiten zu bewahren. Zuerst müssen wir die Meinungsfreiheit verteidigen. Es ist die wichtigste unserer Freiheiten. Zweitens müssen wir den Kulturrelativismus beenden. Unsere Drittens müssen wir die Islamisierung unseres Landes stoppen. Mehr Islam bedeutet weniger Freiheit. Wir haben ja schon genug Islam in Europa. Und viertens müssen wir das Recht wiederherstellen, über unser eigenes Geld zu entscheiden. Wir sollten nicht die Schulden anderen bezahlen und das Überleben des Euro sollte nicht als Entschuldigung dienen, um Länder zu belohnen, die gezeigt haben, dass sie es nicht wert sind, zur Eurozone zu gehören. Fünftens, am letzten, müssen wir die Vollmachtstellung und Souveränität der Nationalstaates wiederherstellen. Unsere Nationalstaates, unsere Nationen sind das Erbe, das uns unsere Väter vermacht haben und das wir unsere Kinder vermachen wollen. Wir sind, danke. Wir sind die freien Männer und Frauen des Westens. Wir sind die wahren Männer und Frauen des Westens. Und wir treten nicht für einen Superstaat ein. Wir treten für unser eigenes Land ein. Ihr steht für Deutschland. Ich stehe für die Niederlande. Andere wie Oskar stehen für die Schweiz oder für Dänemark, Finnland, Frankreich, Spanien und alle anderen freiheitsliebenden Nationen Europas. Zusammen repräsentieren wir die Nationen Europas. Wir werden, Damen und Herren, festbleiben. Wir werden überleben. Wir werden unsere Freiheiten bis zum Ende verteidigen. Wir werden freie Menschen bleiben. Und ich wünsche die Partei die Freiheit und im Besonderen René Stadkiewicz viel Erfolg bei den Wahlen am 18. Dezember. Er schafft es. Dankeschön.